Christian Lausch ist bereits am Wort, FPÖ. Ärztinnen und Ärzte hat der Rechnungshof durchgeführt. Geprüft wurde vom Dezember 16 bis April 17 und der Zeitraum war 13 bis 16. Das war noch die Vorgängerregierung. Bemängelt Mängel vom Rechnungshof, die Qualitätssicherung bei niedergelassenen Medizinern missfällt den Rechnungshof. Bemängelt wird in einem Bericht etwa, dass Patienten keine Möglichkeit haben, sich anhand bundesweit einheitlicher Kriterien über die Behandlungsqualität zu informieren. Auch dass die Wahrscheinlichkeit für Mediziner überprüft zu werden, wird eher vom Rechnungshof als gering angesehen. Ja, bei der Zahnmedizin hohe Kosten. In der Zahnmedizin, das weiß man ja, wenn man heute in der Praxis zum Zahnarzt geht, lässt sich irgendwas reparieren. Das Höchste ist der Selbstbehalt. Hier darf man tief in die Tasche greifen, wenn man gesunde Zähne will. Wie gesagt, das war in der vergangenen Regierung so. Unter Gesundheitsministerin Randy Wagner wurde da nichts geändert. Wurde nichts gemacht. Jössers, die Gratis-Zahnspange, was ja nicht jedes Kind bekommt. Nicht? Eine Fehlstellung bis zum geht nicht mehr muss vorhanden sein, dann bekommt man sie. Lieber Kollege Blässel, red in der Praxis mit den Menschen, mit den Leuten und dann wirst du sehen, wie die begeistert sind von der Gratis-Zahnspange. Eine gute Sache, aber noch ausbaufähig. Noch ausbaufähig in jeder Sache. Ja, weiter wird bemängelt, dass die Wartezeiten auf strahlentherapeutischen Behandlungen in Niederösterreich viel zu lange sind. Das stimmt auch wenn man da mit den Menschen redet, geht das in anderen Bundesländern weit schneller als wie in Niederösterreich. Da gibt es die höchsten Wartezeiten bei dieser Behandlung. Aber man braucht ja nicht jetzt verzweifelt sein. Es ist ja jetzt eine neue Bundesregierung im Amt, die wird diese Versäumnisse reparieren, Kollege Blässel. Der erste Schritt sind, um Geld zu sparen, sind die Zusammenlegung der Krankenkassen. Das ist der erste Schritt, da wird Geld hereinkommen. Und dann gibt es mehr Geld für die Patienten, wird dann da sein, weniger Geld für Funktionäre und vor allem, was wichtig ist, es wird weniger Funktionäre geben, das heißt eine schlankere Verwaltung. Für das tritt die neue Bundesregierung ein. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Das Geld sollte bei den Patienten bleiben und nicht bei den Funktionären und bei der Vielzahl der Funktionäre versieht. Kollege Blässel, da kannst du jetzt noch so schreien, wie du willst. Ihr hattet eure Chance nicht genutzt und auch unter Gesundheitsministerin Randy Wagner hat sich da nichts dran geändert. Und da kannst du jetzt schreien. Besser ist, du schreist wieder mit ihr, wenn sie wieder kommt mit deiner Klubobfrau. Danke. Christian Lausch war das von der FPÖ.